mein erster Punkt, da geht es ein bisschen um die Ökonomie und wem stört das ewige Uhrumstellen nicht? Also ich glaube, das nervt mittlerweile fast jeden. Und da haben sich ein paar Leute im Johannes Kepler, an der Johannes Kepler Universität in Linz Gedanken darüber gemacht. Ja, und das sind eigentlich Dinge, die viele von uns eigentlich schon so gefühlt haben die letzten Jahre. Denn die ursprüngliche Idee, mit der Zeitumstellung Energie zu sparen, die ist nicht wirklich aufgegangen. Der Stromverbrauch ist vielleicht etwas zurückgegangen. Da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Dafür hat sich aber der Treibstoffbedarf bei den Autos, weil man eben mehr Mobilität benötigt, auch in den Abendstunden mittlerweile, weil die Leute immer länger arbeiten müssen. Und ob das so gesund ist für die Umwelt, mag ich zu bezweifeln. Ja, und nicht zuletzt die Auswirkungen auf den Biorhythmus, die sind so beträchtlich, dass es vor allem zu Schlafstörungen kommt bei vielen Menschen. Leistungseinbußen im Berufsleben sind hinzunehmen. Auch die Verkehrsunfälle in den Wochen, nach denen die Uhr verstellt worden ist, kommen noch dazu. Und das sind alles Dinge, die belegt sind. Das kann man auch im Internet nachsehen, natürlich. Grundsätzlich spricht man dennoch von einem positiven Effekt. Auf der anderen Seite, das ist eben so Stimme und Gegenstimme. Der Markus hat schon richtig gesagt, man soll sich die Dinge zu Gemüte führen und dann verarbeiten und dann sich eine Meinung bilden, egal in welche Richtung. In Oberösterreich zum Beispiel hat eine Umstellung auf ganzjährige Sommerzeit von 85 Millionen Euro zur Folge im Vergleich zur halbjährigen Umstellung. Das kann man sich alles anschauen unter www.energieinstitut-linz.at. Da gibt es Publikationen dazu, Artikel und Vorträge. Für den einen oder anderen, der das interessiert, bitte anschauen. Ich habe auch ein paar Termine für euch, wie immer. Heute ist ja auch in Wien die Mahnwache, hat um 18.30 Uhr begonnen, die Friedensmahnwache vor dem Parlament in Wien. Ja, und da hat ein prominenter Redner abgesagt, Jürgen Elsässer ist krank. Kann man so glauben, muss aber nicht so sein, der wurde in den letzten Wochen wirklich hart kritisiert. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum er abgesagt hat, wir wissen es nicht. Er hat jedenfalls gemeint, nicht zu sprechen heute bei der Mahnwache in Wien. Heute gibt es ab 19 Uhr auch einen Vortrag am St. Veitering. Ein ganz ein heikles Thema, Impfen ja oder nein, mit Primarius-Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Kaulfersch. Er ist Vorstand für Kinder- und Jugendheilkunde. Das beginnt um 19 Uhr und dauert bis 21 Uhr. Und da geht es unter anderem auch um die HPV-Impfung, um die Herdenimmunität, um die Masern und andere Kinderkrankheiten etc. etc. Also das wird sicher ganz interessant sein, vor allem für jene, die Kinder haben. Wie gesagt, ab 19 Uhr St. Veitering 43 in der BKS-Filiale. Vom 28. bis 31. Oktober gibt es eine Facebook-Aktion, die nennt sich Petersburger Dialog. Aufbruch zum Frieden. Und das gibt es schon seit 2001. Da wird der Dialog gepflegt zwischen Russland und Deutschland. Und klarerweise wird jetzt auch die Ukraine einbezogen und ich finde das eine ganz tolle Idee. Also man kann auch über das Internet etwas bewegen, man kann miteinander kommunizieren, wenn die Entfernung einfach zu weit ist, um sich zu treffen. Und wir wissen alle, was in der Ukraine noch immer los ist, obwohl die Wahlen waren. Poroschenko hat knapp gewonnen, Jarentschuk ist ebenfalls mit von der Partie. Die einen wollen nach Europa, die anderen geben sich kriegerischer gegenüber Russland. Es bleibt abzuwarten, ob die Menschen nicht wirklich doch noch zur Vernunft kommen auf beiden Seiten. Ich nehme da auch den Wladimir Putin nicht aus, weil immer wieder die Kritik kommt, ja, wenn es um Wladimir Putin geht, dann wird alles schön geredet, so soll es auch nicht sein.
Also es sollten sich wirklich beide Parteien hier an den Tisch setzen, dass keine Menschen mehr sterben müssen in der Ukraine. Am 31. Oktober hat das Volkshaus wieder eine Veranstaltung, und zwar das Weltspartags-Halloween. Und gleich darauf, am 1. November, am Allerheiligentag, gibt es ein Konzert von Corinna Kuhs, eine Sängerin aus St. Veit, eine Multi-Instrumentalistin. Für all jene, die das interessiert, kann auch jeder zu mir nachher kommen, um die Termine einzusehen. Da geht es um Ethno-Improvisationen und selbstkomponierte Lieder. Auch ganz etwas Interessantes. Und das Volkshaus hat ja fast jede Woche etwas zu bieten seit der Eröffnung. Und das ist auch eine Begegnungszone. So wie es natürlich auch das Foodsharing ist. Foodsharing ist nicht nur Lebensmittel verteilen. Foodsharing ist auch Begegnung zwischen den Menschen. Und einen herzlichen Dank auch an den Karl Kogler. Er ist auch ein freiwilliger Helfer beim Team Together, beim Foodsharing, und er hat uns 9 Stühle geschenkt, die ihr da auch seht. Also 10 hat er die Mahnwache selbst besorgt und 9 Stühle hat er uns geschenkt, dass wir auch sitzen können. Und das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ja, vielleicht hat jemand von euch einen Beitrag. Es würde mich sehr freuen. Es gibt ja sehr viele Themen. Wie gesagt, ich schreibe mir halt immer sehr viel auf, weil ich nicht weiß, wer wirklich Lust hat, etwas zu sagen hier. Ich kann gern weitermachen, wenn ich so in die Runde sehe. Ist niemand da von euch, der vielleicht hier ein paar Worte sprechen möchte? Ganz frei von der Leber weg, es braucht niemand Angst haben. Denn ich glaube, alle, die hier zur Harmonie kommen, haben was zu sagen. Nur der eine oder andere traut sich vielleicht nicht. Du vielleicht? Möchtest du? Okay. Super. Also hallo, ich bin der Babbel. Ich bin Elektriker. Und was mich gerade umtreibt, ist, wie viel Geld eigentlich von der GKK für witzige Sachen verwendet wird. Zum Beispiel, ich habe gerade einen Arbeitskollegen, ist ein Steirer, der Simon. Der hat eine Freundin und er sagt, die ist rangniedrig in dieser Hierarchie. Und die haben trotzdem das Geld von der GKK, dass sie jetzt an Urlaub fahren und das alles zahlen. Und der Selbstkostenbeitrag ist nur der Bus. Man ist doch irgendwo ein schlechter Scherz, oder? Andererseits, ich arbeite gerade im Viva Hotel. Das ist so eine richtige, ja, Koksvilla fast. Das ist ein Gesundheitskurhotel. Und auf jeden Fall kostet eine Bewilligung für ein Bett, das ist aber jetzt nur Hörensagen, bitte, ja, um die 20.000 Euro. Also find ich ein Scherz. Und dann hört man, die Gesundheitskassen sind pleite. Und die kriegen so viel Geld, das muss doch irgendwo hingehen. Mann. Andererseits gibt es Pensionisten, die was mit 500, 600 Euro leben müssen. Da frage ich mich, wo ist da die Verteilungsgerechtigkeit? Vor allem in letzter Zeit habe ich auch ein bisschen an Schleim in die Arbeit zu gehen, weil ich denke mal, das, was ich tue, könnte eigentlich in 30 Stunden auch passieren. 20 Stunden von den 50 Stunden sind alle gezahlt. Da hilft ja auch niemandem was. Da war doch besser, wenn sie mich heimschicken. Ich brauche das Geld eigentlich nicht, ich mache das nur, weil ich muss. Und dann habe ich Zeit für was anderes. Ja, und das war es im Großen und Ganzen eh schon gewesen. Ja, vielen Dank. Ja, was passiert mit unserem Geld? Das ist immer so eine Frage. Und wir in Kärnten haben ein ganz besonderes Sorgenkind, die Hypo Alpe Adria. Und eine kleine Anekdote dazu: Bei der letzten Harmonie hat ein ganz netter Herr mir auf die Schulter getippt und hat gesagt, er hätte eine kleine Kritik. Dann habe ich ihn gefragt, ja, welche Kritik, was hat Ihnen nicht gefallen? Dann hat er gemeint, lieber junger Freund, wenn du von der Hypo sprichst, verwechsle bitte nicht Millionen mit Milliarden, denn diese Leute haben Milliarden in den Sand gesetzt und nicht Millionen. Das möchte ich hiermit berichtigen, also da geht es um Milliarden und nicht um Millionen, das habe ich verwechselt. Ja,
Und was soll man zur Hypo sagen? Es ist ein Untersuchungsausschuss fixiert worden. Ein Untersuchungsausschuss, der mindestens 12 Mal vorher abgelehnt wurde, vom alten Finanzminister noch, vom Herrn Schwindelegger. Und das Ganze soll so aussehen, dass ein Viertel des Nationalrates genügt, um eine Verfassungsänderung herbeizuführen. Den Vorsitz soll die Nationalratspräsidentin Doris Bures haben, wegen der Sachlichkeit. Wenn es zu Konflikten kommen sollte, wenn es etwa um Zeugenladungen geht und so weiter, dann schaltet sich der Verfassungsgerichtshof ein und wird das in einem 14-tägigen Eilverfahren behandeln. Das klingt natürlich alles sehr schön, und ob das dann so gemacht wird, das muss man abwarten, denn es heißt nämlich weiterhin auch, oder weiters auch, dass sich die Politiker nicht mehr drücken können. Sie können also dort eine Aussage in dem Sinn nicht mehr verweigern und auch die Amtsverschwiegenheit bei Beamten entfällt. Und was ganz, ganz wichtig ist für die Transparenz, ist die öffentliche Befragung. Das soll öffentlich stattfinden. Ja, und wenn man schaut, was bei der Hypo alles läuft, dann muss man sich das auch in Erinnerung rufen, dass dort auch Menschen arbeiten, die im Prinzip drauf und dran sind, selbst sich wegzurationalisieren. Und da geht es allein in Klagenfurt um 550 Mitarbeiter. Und da wurde schon ein Sozialplan fertiggestellt für das, also bis zum Jahr 2018. Und zwei Aufgaben haben sie eigentlich, diese Pleitebank abzubauen und eben den Arbeitsplatz, den sie noch haben, wegzurationalisieren. Es stehen schon Umschulungen bereit. Was Umschulungen bedeuten, das weiß vielleicht der eine oder andere am eigenen Leib mittlerweile. Der Arbeitsmarkt ist nicht so toll, wie er immer dargestellt wird. Ja, da muss man abwarten, wie das mit diesem Untersuchungsausschuss wirklich gemeint ist und ob das auch wirklich so umgesetzt wird. Das heißt, volle Transparenz, weil das ist uns die Politik schuldig, vor allem den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die mit ihrer Arbeit und mit ihrem Fleiß damit bestraft werden, dass sie eine kaputte Bank sanieren sollen. Ja, und die Zeichen stehen nicht nur hier auf Sturm. Es ist ein Streik angedroht von den Metallern. Da geht es darum, dass die Industrie sich dagegen auflehnt, den Mindestlohn zu erhöhen und darauf pocht, deswegen den Mindestlohn nicht erhöhen zu wollen, damit Arbeitsplätze erhalten werden. Dem kann ich nicht ganz nachfolgen. Und das sind ca. 120.000 Metaller, die ja wirklich mit Streik gedroht haben. Ob Streik gut ist oder nicht, das mag jeder für sich selbst beantworten. Und am 4. November gibt es auch einen Streik der Kärntner Spitalsärzte, wenn es zu keiner Einigung kommt, was die Löhne betrifft, und zwar die Grundlöhne. Die Spitalsärzte verlangen 30% mehr und da gibt es ein Gespräch mit Landeshauptmann Kaiser. Also das muss man auch im Hinterkopf haben, wenn da wirklich die Spitalsärzte streiken. Ich weiß nicht, ob das so lustig ist. Es gibt für die Verbraucher auch gute Nachrichten. Die Spritpreise sind so niedrig wie noch nie. Und das erst jetzt, obwohl es schon lang so ist, dass die Ölpreise fallen. Jetzt hat man nachgezogen und es ist seit 4 Jahren der niedrigste Spritpreis. Hallo? Im Vergleich, ein Liter Diesel unter 1,20, das gab es das letzte Mal vor 4 Jahren. Tut mir leid. Für all jene, die den Menschen in der Ukraine helfen wollen,
eine Info. Die Ukraine-Hilfe in Kärnten ist umgezogen aus platztechnischen Gründen. Und der Ort befindet sich jetzt in der Peter-Mitterhofer-Gasse 29. Und das ist vis-à-vis von der großen Möbeltischlerei. Und der Tag ist aber gleich geblieben, Dienstag von 14 bis 16 Uhr. Benötigt werden Kleidung, Schuhe, Hygieneartikel, auch Schulartikel. Und im Dezember soll wieder ein Transport in die Ukraine gehen. Es wird kalt. Die Menschen brauchen dort unsere Hilfe. Herzlichen Dank an die Ukraine-Hilfe in Kärnten für das Engagement. Ganz ein wichtiges Projekt. Weil man kann sich nicht vorstellen, wie die Menschen dort leben müssen. Und der Winter wird nicht leichter werden, wenn man die Medienberichten, wenn man die Medienberichte ansieht, wenn man sich im Internet schlau macht, was da wirklich alles vor sich geht in der Ukraine. Ich bleibe noch ein bisschen in der Region. Ein tolles Projekt haben die Gartenkinder in Weidmannsdorf auf die Beine gestellt. Da gibt es für 6 Frauen eine Integration in den Arbeitsmarkt. 2013 hat das der Kindergarten St. Ruprecht gemacht. Und heuer war das Haus des Kindes dran, der Kindergarten Haus des Kindes. Und dort wird den Kindern erklärt, von den Pflanzen, von den Kräutern, wie man im Garten selbst anbauen kann. Das ist ja eine tolle Alternative für all jene, die die Möglichkeit dazu haben, wieder selbst zurück zum Ursprung, zurück zur Natur zu gehen. Und das hat das Projekt Gartenkinder gemacht in diesem Jahr in Weidmannsdorf. Es gibt auch einen neuen Winzibus in Kärnten bzw. in Klagenfurt. Ist auch eine tolle Sache, mitgesponsert auch von Licht ins Dunkel. Und diese Essensversorgung ist für sozial schwache Menschen gedacht. Und die Menschen dort arbeiten täglich, bitte, täglich für die Menschen, die das benötigen. Herzlichen Dank auch dafür. Den Kinderschutzpreis Müki, der ging in diesem Jahr an die VS9 in Klagenfurt, die Körnerschule. Und zwar ist das ein Pilotprojekt. Dort gibt es nämlich ein Schulparlament, das einmal im Monat tagt. Der Kilian möchte was dazu sagen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also die Schülerinnen und Schüler der HLW, Entschuldigung, natürlich die Schüler der VS 9 in der Körnerschule, die sind da sehr engagiert, die dritten und vierten Klassen. Und das zeigt auch, dass Kinder etwas zu sagen haben. Wir dürfen unsere Jugend nicht unterschätzen. Wir müssen nur wieder mit ihnen sprechen. Wir müssen sie einbeziehen. Die Jugend ist unsere Zukunft. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die VS 9 Körnerschule hat das dieses Schulparlament ins Leben gerufen, finde ich auch eine ganz tolle Sache. Ja, wir können gleich weitermachen mit tollen Projekten, denn 5 Jugendliche, und jetzt sind wir bei der HLW für Sozialengagement, die haben sich für einen Freitag etwas ganz Besonderes einfallen lassen auf dem Heuplatz. Katharina Grader, Verena Kohljens, Christine Kuster, Michelle Bagavino und Mariella Pogotschnik sind den ganzen Tag dort gestanden für die Aktion 72 Stunden ohne Kompromiss und wollten eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass es in Kärnten 90 bis 100.000 Menschen gibt, die an oder unter der Armutsgrenze leben. Und die haben dort gesammelt für das Eckerheim in Klagenfurt rund 260 Kilogramm Lebensmittel und Hygieneartikel. Und zusätzlich gab es 40 Kisten Gebäck von der Bäckerei Wienerreuther. Also das ist doch einen Applaus wert, so viel Engagement. Ja, und diese große Zahl an Menschen, die wirklich sozial schwach sind oder zu den sozial Schwachen gehören, das untermauert auch die triste Situation am Arbeitsmarkt in Kärnten.
Rund 11% beträgt die Arbeitslosenquote im Jahr 2014 und rund 72.000 Menschen sind in Kärnten zumindest einmal im Jahr 2014 mit Arbeitslosigkeit konfrontiert worden. Ja, die Zahlen, die uns immer wieder über die Medien zugespielt sind, die sind natürlich geschönt. Man sollte sich das ein bisschen genauer anschauen und das hinterfragen. Und der Chef vom AMS Klagenfurt, Franz Sewell, sagt, in den nächsten 5 Jahren wird sich das nicht erheblich bessern. Es gibt rund 1.800 Langzeitarbeitslose in Kärnten. Das ist eine enorme Zahl und das ist eine Steigerung um 65%. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist das. Also da würde ich auch die Frage hinten nach stellen, was passiert mit den Geldern? Da werden Leute in Kurse geschickt, ich kenne das selber aus eigener Erfahrung, die eigentlich nicht wirklich etwas bringen, nur damit man die Zeit totschlägt. Und den Menschen wird da eigentlich viel zu wenig unter die Arme gegriffen. Ja? Man wird dann pauschal vielleicht gleich verunglimpft, weil man arbeitslos ist, dass man faul ist. Das kommt auch immer wieder rüber. So ist es nicht. Die Leute wollen arbeiten, die Mehrheit der Leute wollen arbeiten. Ja? Schwarze Schafe gibt es natürlich auch hier. Ja? Aber an dem sollten wir sich nicht orientieren. Ja? Die Menschen wollen arbeiten, aber nicht um jeden Preis vielleicht. Und wenn man sich die Löhne anschaut, da gibt es vom ÖGB den Vorschlag, Lohnsteuer runter. Das wäre eine Alternative, dass man die Eingangssteuersätze nach unten nivelliert, weil Menschen, die bis zu 20.000 Euro im Jahr verdienen, müssen fast 35% von diesem Gehalt an die Finanz abgeben, weil ihre Arbeit so hoch besteuert ist. Und das will der ÖGB in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer senken. Und das wäre doch einmal ein Zeichen von der Politik und den Verantwortlichen an den fleißigen Kärntnerinnen und Kärntnern, die jeden Tag ihre Arbeit verrichten. Ja, und dann muss man sich solche Sachen anhören wie von Ex-Justizministerin Claudia Bandian-Ortner, die da tatsächlich die Dinge, die im Nahen Osten passieren, verunglimpft. Ich zitiere, es wird dort nicht jeden Freitag geköpft. Solche Menschen waren einmal in der Politik. Sie bezeichnet auch den traditionellen Verschleierungsmantel der Frauen, der dort Pflicht ist, er heißt Abaya, als bequemes und angenehmes Kleidungsstück. Und das ist der Gipfel eigentlich, bei der Frage nach der Todesstrafe lacht sie. Also wenn wir solche Menschen in der Politik mit Verantwortung betrauen, dann sehe ich schwarz für unser Land. Solche Dinge dürfen nicht verharmlost werden, egal von welcher Seite sie kommen. Ich sage das bewusst. Ich sage nicht bewusst in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Darum sage ich, das Beste wäre, wenn sich Streitparteien an den Tisch setzen und die Waffen ruhen lassen, aber auch wirklich ruhen lassen. Egal ob in der Ukraine oder in Israel. Aber das ist anscheinend nicht möglich, weil wer verdient denn am Krieg wieder? Die Frage sollte man sich immer wieder stellen. Und Frau Bandian-Ortner ist jetzt Schachtelhuberin, wie ich in einer Tageszeitung gelesen habe, vom König Abdullah Dialogzentrum. Brauchen wir das in Österreich? Oder brauchen wir nicht Menschen, die anderen Menschen auffordern, sich an den Tisch zu setzen, um für den Frieden einzustehen, ohne Waffengewalt? Ich glaube schon Letzteres. Ja, und wenn es ums liebe Geld geht hier in Kärnten, dann habe ich oft den Eindruck, dass die linke Hand wirklich nicht weiß, was die rechte tut, obwohl von der Politik immer Beteuerungen kommen, dass sich bis 2017, 2018 wesentlich verbessern wird. Vorrangig behauptet das Finanzreferentin Gabi Schaunig, ich kann diese Dinge nicht mehr glauben, es tut mir leid. Ich habe das Vertrauen in die Politik verloren, es tut mir leid. Aber es gibt natürlich nicht nur Negatives zu berichten, so ist es auch nicht. Wir haben seit einigen Wochen ein neues Biomasseheizwerk.
Vorreiter war ja Felden 2004, einige werden sich von euch erinnern. Und jetzt gibt es seit 5 Wochen ein solches in Pörtschach. In Grumpendorf wird es auch bald eins geben, das soll angeblich 2015 im Herbst aufmachen. Wird betrieben mit fossilen Brennstoffen, also Biowärme. Und sowas brauchen wir in diesen Zeiten mehr denn je. Denn ich habe das letzte Mal ja gesagt, in Großbritannien sollen wieder AKWs aufsperren, auch in Japan. Nach der Katastrophe von Fukushima finde ich das ein Wahnsinn, was dort gemacht wird. Dort sollen diese AKWs wieder geöffnet werden, allen Ernstes. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Topografie in Japan, dort sind etliche Vulkane auch in der Nähe dieser AKWs. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn da wirklich etwas passiert, wie es den Menschen dann dort wieder gehen wird. Also ich halte das für unverantwortlich, diese AKWs jemals wieder in Betrieb zu nehmen. Zum Thema Lohnsteuer möchte ich noch was nachschießen. Rund 780.000 Menschen in Österreich haben diese Initiative bereits unterschrieben. Das ist eine große Menge. Danke für alle Unterstützungen. Die Petition läuft natürlich im Parlament. Und Gewerkschaftspräsident Erich Vogler hat ja auch einen großen Infotag gemacht in ganz Österreich, finde ich ganz toll. Hat das wirklich transparent dargestellt. Ich habe das auch mit für all jene, die sich das anschauen wollen. Da kann man dann auch nachschauen, was geplant ist für alle kleinen und mittleren Einkommen. Dort soll natürlich die Ersparnis für die Menschen am höchsten sein. Ich glaube, das ist der richtige Weg in die richtige Richtung. Aber es geht halt einfach zu langsam. Und da sollen 5,9 Milliarden Euro locker gemacht werden. Was soll das eigentlich bedeuten? Es soll uns mehr Kaufkraft geben. Weil was nützt einem das, wenn ich zwar eine Arbeit habe, aber mit diesem Hungerlohn mir nichts kaufen kann, gerade vielleicht einmal die Fixkosten abdecken kann. Deswegen auch wieder meine Erinnerung an das bedingungslose Grundeinkommen. Warum wehrt man sich dagegen? Das wäre finanzierbar. Dann hätten wir diese Schieflage nicht in Österreich. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist auch nachgewiesen, wäre finanzierbar. Aber die Politik will das anscheinend nicht. Es wird immer gesprochen davon, die Wirtschaft anzukurbeln. Mit was soll ich die Wirtschaft ankurbeln, wenn ich kein Geld im Sack habe? Es geht nicht. Und vor allem betroffen die kleinen und mittleren Betriebe. Die werden kaputt gemacht, damit die Konzerne noch mehr Profit machen. Und jetzt ist mir auch klar, warum wir hier weg müssen vom alten Platz. Na klar, das verträgt sich nicht. Der Kommerz kommt, ja, und dann ist es bedenklich, wenn ich heute hier stehe und sagen muss, wir müssen hier weichen, weil anscheinend am Weihnachtsbazar in Klagenfurt ist kein Platz für den Frieden. Das kann ich gar nicht glauben. Die besinnlichste Zeit im Jahr hat keinen Platz für den Frieden. Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, wir sind auf der Suche nach einem alternativen Standort. Es gibt einige Vorschläge. Wir werden euch das wissen lassen, wo es weitergeht. Weil ich bin der Meinung, es muss weitergehen. In unserem Sinne und auch in eurem Sinne. Für all jene, die immer wieder jeden Montag hier mit uns Schulter an Schulter stehen und für den Frieden einstehen, für den Frieden aufstehen, ihren Beitrag leisten. Für diese Menschen ist es wirklich eine Ohrfeige, uns hier wegzuschicken, weil ich kann hier sehr gut existieren, auch wenn der Weihnachtsbazar 10 Meter weiter anfängt. Aber es ist offensichtlich nicht so gewollt in Klagenfurt. Ich würde den Dieter bitten, raufzukommen, vielleicht ein bisschen für Musik zu sorgen. Und vielleicht finde ich den einen oder anderen unter euch, der einen Beitrag hier oben leistet. Das schon ein paar Mal gemacht haben. Der Oliver ist heute wieder da und ist so nett und macht mit uns einen Friedenskreis, dass wir ein bisschen verdauen können, dass wir ein bisschen wegkommen, auch von den negativen Dingen,
über die wir hier auch sprechen. Ja, Oliver, ich würde dich bitten. Ja, ich sehe dich zwar nicht, weil mich der Scheinwerfer blendet. Ja, dann wird der Cornelius etwas sagen. Ja, kein Problem. Hallo. Ich wollte Danke sagen für das Essen, das dargeboten wird und den Dienst, der damit verbunden ist. Ich habe vergangene Woche hier das erste Mal geredet und das hat so gut getan. Das war so befreiend. Und ihr habt mir so toll zugehört. Und dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken. Und das hat mich motiviert, auch das immer wieder zu tun, weil es so wichtig ist. Weil wir, was wir hier machen, das ist existenziell. Also wir sehen, wohin das Schiff steuert. Und das wollen wir nicht. Und darum fangen wir bei uns, ich mache das so, ich fange bei mir an. Ich schaue mir die Dinge an, ich freue mich drüber. Auch das befreit mich, zu sehen, was da läuft endlich. Egal, was es ist. Ob es die Geschichtslügen sind, ob es was auch immer, das Impfen, was mir da jetzt alles einfällt, das zähle ich mal alles auf, was mich so betroffen gemacht hat, was immer noch arbeitet bei mir. Ja, auch der Mobilfunk, die Kriegstreiberei, die ganzen Medienlügen, Medienterror, wo Dinge behauptet werden, die nicht stimmen. Aber das muss man selber prüfen. Da braucht es wirklich jeden, der sich das anschaut und sagt, hey, Moment mal, da stimmt's nicht. Ja, da braucht es jeden. Und je mehr das sich verdichtet, dass jeder bei sich selber anfängt, desto mehr begreifen wir, denke ich, immer mehr und ergreifen wir das, wofür wir hier unten sind. So, ich bezeichne das jetzt mal als wirkliches Leben, ja, wo es aufblüht, wo wir uns gegenseitig wahrnehmen, wo wir füreinander da sind und uns freuen über die Last des anderen, weil er sie nicht umsonst trägt, weil es Sinn macht, ganz einfach. Und das brauchen wir. Wir bilden uns ein, wir können nichts, oder ich weiß nicht, wer das immer wieder stehen wir an und wir können ja wirklich wenig, ja, wenn wir nicht diesen, wie soll ich sagen, wenn wir uns nicht auf das einlassen, wo es funktioniert, wo es beginnt. Wenn wir immer noch so egoistisch selber was rummachen, das funktioniert einfach nicht. Ja, ich habe das erlebt, ich will das nicht mehr. Und ich sehe auch jetzt diese Existenzkrise, wenn zum Beispiel, wenn ich hier oben spreche, das ist wichtig, das motiviert wieder andere, auch den Mut zu haben, weil es geht wirklich um die Existenz, es geht ums Überleben. Und naja, auch wenn viele das noch nicht sehen, weil sie noch schlafen oder was auch immer, trotzdem ist es da. Und ich will allen Mut machen, die sich nicht trauen, das zu sagen, was sie sind, nicht das zu sagen, was sie denken. Es ist wichtig. Jeder Einzelne ist kostbar. Und es braucht jeden, ja. Noch ein Gedanke. Ich habe mit älteren Menschen zusammengearbeitet, betreut und mir das angeschaut, diesen Bereich, und habe gestaunt, zu was 90, ja, 100, ja, zu was die noch fähig sind, ja, wenn nur der Sinn da ist. Und dass das gar nicht so ist, dass man die nicht mehr für voll nehmen braucht, ja, ich bin überzeugt davon, dass es das braucht, wirklich, dass wir uns dieses Verlangen haben, auch wenn es oft wehtut, aufzustehen und immer wieder auf das draufzuhauen. Ja, auch das ist nötig, auch das ist Liebe. Mal etwas zu sagen, was demjenigen nicht so passt. Aber wenn es richtig ist.
Und noch ein Punkt, wir kommen hierher, um das zu vermeiden. Um anzufangen, um das, wo das hinsteuert, zu vermeiden. Weil es ist besser. Wir erleben nicht diese wirklich, wie soll ich das formulieren, in kritischen Situationen. Es ist besser, wir fangen so früh wie möglich an, den Weg zu gehen, auf dem wir, auch wenn wir sterben müssen, egal was passiert, aber wo wir das dankbar, frohen Mutes und egal wie es uns geht, einfach mit einem reinen Gewissen tun und immer noch füreinander da sind. Danke. Danke. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bitte, Oliver. Grüß euch, hallo. Ich habe für heute nicht viel vorbereitet. Ich möchte mich bedanken an die Veranstalter, dass das hier möglich ist, dass sie da ihre Ressourcen einsetzen und jeden Montag da das vorbereiten oder andere vorbereiten und dass das da zustande kommen kann. Und ich würde bitten, dass ihr ein bisschen näher kommt und euch vorstellt. Euch vorstellt, die Sonne scheint und es wird wärmer und ihr habt schon einen Glühmost getrunken oder einen Glühtee und ihr kommt näher bitte und es wird wärmer und die Sonne scheint immer stärker und ihr liegt in der Wiesen und genau, ich muss ein bisschen heranführen. Ihr liegt in der Wiesen und ihr werdet jetzt von der Sonne angescheint und rund um euch ist nur Sonne. Und jetzt bitte ich euch zu kommen und einen Kreis zu bilden und dann werden wir ein Wort, da werde ich herumgehen und euch zu einem Wort befragen. Und ja, hört noch wer zu? Das war ein Test, ob wer zuhört. Hallo? Okay, so viel haben wir nicht zu. Es sind 15, 20, die da sind. Okay, ich gehe mal einfach in die Mitte. Und die Sonne scheint noch immer, es ist noch immer warm und wir liegen noch immer auf der Wiese und es scheint noch immer ganz viel auf uns herab. Hier in Klagenfurt ist es so, dass wir gelegentlich einen Friedenskreis bilden, so wie auch heute, der unterschiedlich groß ausfällt, wo wir einfach danach befragt werden, was für uns Liebe bedeutet, was für uns Frieden bedeutet, etc. Wir haben jetzt den Kreis gehört. Und das heutige Wort heißt Liebe. Ich gehe herum und jeder kann bitte seine Gedanken, die er zu Liebe empfindet, die er gerade auf der Wiese, in der Sonne, auf der Erde oder Verbundenheit spürt, kann er bitte jetzt mitteilen. Und den Kreis bitte schließen. Okay, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, Harmonie, Mitmenschlichkeit für die anderen da sein, annehmen können, geben können. Ich verbinde ganz viel Wärme damit. Liebe empfinde ich immer als Wärme. Es sprollt so richtig vom Herzen runter den Bauch, bis in die Füße und das kribbelt total angenehm. Das heißt, das gleiche Lieben und sich geliebt fühlen, das ist etwas, was ich damit assoziiere. Weil Liebe geben und Liebe bekommen, das ist eigentlich ganz anderes. Beides fühlt sich aber super angenehm warm an.
Nie aufhörende Treue. Nie aufhörende Treue. Okay. Danke. Eine lange, beste Freundschaft, die alles überdauert, das ist die größte Liebe. Ja, ich denke, Liebe ist alles, was vom Herzen kommt. Liebe muss nicht immer stattfinden zwischen zwei Menschen. Liebe zur Natur, Liebe zu den Mitspezies, Liebe zu den Tieren, zu den Pflanzen, das ist für mich Liebe. Ja, Liebe ist für mich in erster Linie einmal bedingungslos und ohne irgendwelche Erwartungen an etwas. Und die wichtigste Liebe für mich beruht in diesem Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das geht nur dann, wenn wir uns selbst einmal lieben anfangen und annehmen anfangen, so wie wir sind, ohne Vorurteile uns selber gegenüber und ohne Verurteilungen uns selber gegenüber. Und dann wird es ja plötzlich möglich, alles im Außen so zu lieben, wie es ist, ohne es zu verurteilen. Und deswegen fangen wir einmal alle an, uns ganz, ganz fest selber lieb zu haben und das ganz fest nach außen zu tragen. Liebe ist das Gegenteil von Egoismus. Es ist das Gegenmittel gegen den Egoismus. Und ich möchte sagen, Gott ist Liebe. Und wenn er das nicht wäre, wäre er gar nicht Gott. Ja. Amen. Ja, Liebe ist immer da. Liebe ist immer, immer um uns rum. Und wir kriegen sie nur abtrainiert und wir müssen sie einfach wieder spüren und uns Zeit dafür nehmen. Das hat die Julia vorhin eh auch schon gesagt. Das geht nur, wenn wir uns da wieder ein bisschen rausnehmen aus diesem Ganzen, aus dieser 40-Stunden-Woche und wieder in uns gehen und auf unser Herz hören und dann spüren wir die Liebe wieder. Und den Harry liebe ich auch. Von ganzem Herzen. Also die Liebe liebt die Wahrheit und Jesus hat uns die vollkommene Liebe gelehrt. Ja, Liebe, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, das wissen wir. Weil wer liebt, der hat keine Angst, weil der setzt sein Leben für die anderen ein. Und Jesus hat das getan für uns. Liebe ist für mich Verzicht, gell? Und Jesus Christus hat das uns vorgelebt, diesen Verzicht. Und ich bin davon überzeugt, dass in jedem Menschen Jesus Christus wohnt und dass in jedem Menschen die vollkommene Liebe wohnt. Und das darf ich jeden Tag erfahren. Natürlich fängt es bei mir selber an, bei meiner Frau. Und das ist Herrlichkeit im Himmel, im Hier und Jetzt. Die Liebe ist für mich eine positive, fließende Energie. Und da in jedem von uns drin, wie eine Sonne, tief drin, manchmal sind ein paar Schatten vor, die Wolken. Ja, die kommt, das sind vielleicht Aggressionen und so, unsere Gemütsbewegungen. Aber wenn man sich wieder der Liebe in uns drinnen zuwendet, sich zuwendet, bewusst, der Christus in uns ist, nachher kommen wir auch wieder leichter mit dem Umgehen, was so im Alltag ist und vielleicht mit harmonierst. Ja, dass man vergeben lernt. Alles durch die Liebe. Die Liebe macht es möglich, dass wir einander alles vergeben. Liebe ist für mich Jesus Christus, der was einfach durch mich einfach wirkt. Den Glauben, die Gerechtigkeit, dass sich was verändert auf der Welt. Das ist das Einzige, was halten wird, was haltet, was einfach plötzlich Veränderung bringt und was alle, was Gerechtigkeit in sich haben wollen, was auch vielleicht Gott gar nicht zu kennen, da fließt das aus, das ist einfach eine allgegenwärtige Person. Genau, Gott einfach. Also Liebe ist für mich immer Vertrauen. Vertrauen aber zu sich selber und aber auch Vertrauen dem anderen gegenüber. Liebe ist das Offensein, dass man mit offenem Herzen an alles rangeht und nicht immer gleich, ja, wie soll ich sagen,
das Schlechteste erwartet, sondern wirklich die Liebe fließen lassen, die Liebe, die uns eben Jesus gelehrt hat, die Zuversicht, das Vertrauen, genau. Und ja, Liebe ist einfach das Schönste. Ja, wenn alle Menschen dieser Welt Liebe leben würden, wäre morgen Frieden. Ja. Bravo. Bravo. Ja, ich danke euch für die Liebe. Ich liebe euch. Ja. Für viele vielleicht ein neues Lied. Ich durfte es schon vor vielen, vielen Jahren kennenlernen und auch sehr oft schon singen. Und auch Kinder lieben dieses Lied. Zweistimmig ist es natürlich schöner, aber ich habe nicht, ich kann ja auch stimmig singen. Die Liebe, er redet zu dir durch das Säuseln des Windes, durch die Pflanze aus dir. Er schenkt dir die Wälder, die Berge und das Tal, die Wolken, den Himmel, die Sterne ohne Zahl. Mal fühlst du dich verlassen und allein, spürst nicht die Einheit der Natur. Dann begib dich in dein Inneres hinein. Leg alles ab und lausche nur. Gott ist die Liebe, er redet zu dir. Durch das Säuseln des Windes, durch die Pflanze, das dir. Er schenkt dir die Wälder, die Berge und das Tal, die Wolken, den Himmel, die Sterne ohne Zahl. In der Stille offenbart sich Gottes Wort, dem, der ihn über alles liebt. Seine Schöpferkraft durchströmt jeden Ort, weil alles Edle dient und gibt. Gott ist die Liebe, er redet zu dir. Durch das Säuseln des Windes, durch die Pflanze, das dir. Er schenkt dir die Wälder, die Berge und das Tal, die Wolken, den Himmel, die Sterne ohne Zahl. Danke. Das war echt schön. Hat mir sehr gut gefallen. Super, nochmal einen kräftigen Applaus. Danke. Da darf ich nochmal dazu sagen, wir haben vorher gehört, viel von Jesus, vom Glauben. Es ist da einfach, trotzdem, dass man es gesagt wird, es geht doch nicht um den Glauben, sondern einfach, dass Menschen da stehen für einen Frieden. Einer macht es mit Jesus, einer macht es mit was anderen. Hauptsache stehen wir da. Es ist super. Ich danke da einfach für jeden, der was da ist, egal was der Hintergrund ist. Und ich hoffe, es akzeptiert da jeder jeden, weil das ist das Neue, was jetzt anbricht, was ich sage, was Gott in Person ist. Das ganze Völker, ob Jude, ob Buddhist, ob Christ, ob Moslem, ob irgendeine Hautfarbe, egal, überall, wo Liebe aufkommt, wo Gemeinsamkeit aufkommt, das vereint sich weltweit in das hinein, in eine Friedensbewegung, wo sich was verändert. Und das ist das Wichtigste, was man einfach wissen muss, dass es das ist, dass es das braucht und das ist der lebendige Gott. Und
Ja, so wie das dann jeder haben will, war das, glaube ich, ganz wichtig. Wer hat aufgezackt? Hallo, ich bin der Marc und ich möchte euch heute noch etwas erzählen, wie uns die Kirche eigentlich verarscht. Ich habe wirklich die katholische Kirche. Ich habe ein Pfarrblatt gefunden von Köstenberg, da steht drin, das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Dann habe ich in der Bibel nachgeschaut, das ist aber eigentlich das siebte. Und wisst ihr, warum das passiert? Weil die Kirche das zweite Gebot gestrichen hat und aus dem zehnten zwei gemacht hat. Jetzt überlegt einmal. Tut man das? Gottes Gebote verändern? Nein, das tut man nicht. Da wundern sich die Leute, warum es dort Mord und Totschlag ist, wenn die viele Leute nicht wissen, was die Grundlage der Wahrheit überhaupt ist, wenn die Kirche uns das verschweigt. Und bitte liest selber noch in der Bibel und macht euch schlau. Amen. Dass wir die Erde sind, auf der wir gehen, dass wir das Feuer sind, aus dem Neues entsteht, dass wir der Wind sind, der alles bewegt, dass wir das Wasser sind, aus dem alles lebt. Wann werden wir verstehen, dass wir die Erde sind, auf der wir gehen, dass wir das Feuer sind, aus dem Neues entsteht, dass wir der Wind sind, der alles bewegt, dass wir das Wasser sind, aus dem alles lebt. Jetzt können wir verstehen, dass wir die Erde sind, auf der wir gehen, dass wir das Feuer sind, aus dem Neues entsteht, dass wir der Wind sind, der alles bewegt, dass wir das Wasser sind, aus dem alles lebt. Kennst du mich singen? Sarah, du siehst ja, oder? Ja, der ist schön, das liebt sie da mehr. Ja, und auch religiöses mehr. Vielleicht kommt, das ist ein ganz uraltes schon, wo ich ein Kind wie das gelernt habe. Die Erde ist schön, das liebt sie daher. Und die ältere Generation auch mitziehen, die Jungen vielleicht. Die Erde ist schön, es lebt sie daher, neu ist der Mensch, der liebt. Die Erde ist schön, es lebt sie daher, neu ist der Mensch, der liebt wie er. Große Freude, wir gefunden, sie begleitet uns voran. Daraus wächst das wahre Leben, wo wir alle uns freuen können. Erde ist schön, es liebt sie der Herr, neu ist der Mensch, der liebt. Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr, neu ist der Mensch, der liebt wie er. Bei der Arbeit und beim Spielen fern sei Zwietracht, Zorn und Neid. Schenk dem anderen deine Liebe und ins Herz zieht ein die Freude. Die Erde ist schön, es liebt sie daran, neu ist der Mensch, der liebt. Die Erde ist schön, es liebt sie daran, neu ist der Mensch, der liebt wie er. Alle Menschen sind uns Brüder, teilen wollen wir Freud und Leid. Daraus wächst das wahre Leben, das die Welt erwartet heut. Die Erde ist schön, es liebt sie daher, neu ist der Mensch, der liebt. Die Erde ist schön, es liebt sie daher, neu ist der Mensch, der liebt wie er.
denkst, sag dir. Ich kann mich noch erinnern an die Kirchen als Kind. Und noch schnell was sagen. Hallo, liebe Leute, ich bin die Michi. Ich möchte gerne ein ganz kurzes, weil es so kalt ist, Resümee ziehen von den Montagsharmonien in Klagenfurt. Ich wollte sagen, dass es mich wahnsinnig bereichert hat, dass es mir wirklich eine Ehre war, dass ich da sein habe dürfen, dass ich ganz viel gelernt habe, ganz viel gesehen habe, ganz viel gespürt habe. Es war wahnsinnig schön da. Dass ich sehr viel erfahren habe, was ich vorher nicht gewusst habe, mich deshalb auch sehr viel informiert habe und mir hat das wahnsinnig viel gebracht. Ich hoffe ganz von Herzen, dass es weitergeht und dass es nicht endet. Dass wir jetzt da den Platz verloren haben, das ist ein bisschen traurig. Daher habe ich mir was überlegt. Als kleine Weiterführung von den Montagsharmonien habe ich mir gedacht, ich möchte das Wort Harmonie gern aufgreifen und möchte gern alle, die möchten, einladen, nächsten Montag nach Ebendal zu kommen. Da gibt es einen großen Garten mit einer Terrasse, da gibt es jede Menge Glühwein für alle, da gibt es ein kleines Feuer, da gibt es Gitarre, da gibt es da nette Menschen. Jeder, der mag, kann gern zu mir kommen, um die Adresse zu bekommen. Und dort möchte ich gerne, dass wir als kleinen Gegensatz eigentlich zu dem, was wir da alles an sehr, sehr dramatischen Dingen gehört haben, alle Menschen einladen, über positive Dinge zu sprechen. Das heißt, über alles, was Gutes passiert ist, über alles, was Tolles passiert, über uns Menschen, wie wir uns lieben können, wie wir uns gern haben können, wie wir uns vernetzen können, wie wir miteinander umgehen können, wie wir uns helfen können, wie wir tolerant sein können, wie wir wertvoll sein können. Alles, was Positives passiert ist, alles, was uns bewegt hat, was uns gut getan hat, soll und darf besprochen werden. Wir sollen uns alle knuddeln und umarmen können und uns freuen, damit wir dann in guter Frische und ungewärmt im Jänner wieder dastehen können. Also ganz, ganz herzlich seid ihr alle eingeladen, nach Ebendal zu kommen. Im Facebook findet ihr mich unter Michi Fischer, da könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich besitze kein Handy, ich telefoniere nicht. Deshalb, jeder, der nicht auf Facebook ist, bitte zu mir kommen. Ich gebe euch ganz gerne die Adresse weiter. Vernetzt euch, haut euch auf ein Backel, haut euch zusammen und machen wir uns dann nächsten Montag um 18 Uhr eine schöne Zeit im Garten. Dankeschön. So, vielen, vielen Dank, Michi. Also, wie gesagt, es gibt immer einen Weg. Auch wenn wir hier am alten Platz weichen müssen. Ich habe mir so viel noch aufgeschrieben und jetzt denke ich, habe ich gar keine Lust mehr, irgendwas Negatives zu sagen. Was tust du da, Dieter? Okay. Ja, ich habe vorhin so richtige Bauchschmerzen gehabt. Und wie ich die Musik gehört habe, habe ich mitmachen können und jetzt sind die Bauchschmerzen auch fast wieder weg. Also das hat etwas für sich, diese Harmonie, diese Energie. Ich muss mich auch bei allen Menschen bedanken, die ich in den letzten Wochen kennenlernen durfte, durch die Montagsharmonie, durch Verein Dogeda, durch das Foodsharing, auch durch den Kostnix-Laden, den es in Klagenfurt wieder gibt und alle Menschen, die sich in diesem schönen Kreis bewegen, im Kreis des Friedens, im Kreis der Liebe, im Kreis der Empathie. Und ich habe gemerkt, dass diese Worte nicht vergessen sind. Und das finde ich ganz eine tolle Sache, Michi, dass du das machst. Weil dort werde ich niemanden treffen, der mir die Energie raubt. Dort werde ich sicher einer Menschen begegnen, die mich so nehmen, wie ich bin. So wie auch ich gerne die Menschen nehme, wie sie sind. Aber man lernt nie aus, du hast das schon richtig gesagt. Und wirklich, ich lege jetzt den Block weg. Ich mag nichts mehr Negatives sagen, wirklich nicht. Und es ist ganz egal, vielleicht sollten wir die Menschen auch einbeziehen, denen es nicht so gut geht. Ganz egal, wo sie auf der Erde leben, dass sie das Gefühl haben, dass da doch irgendwo jemand ist, der den Frieden nicht vergessen hat. Und wir haben ihn nicht vergessen, wir werden ihm weiter treu zu Diensten sein. Und wir haben ja mal gesagt, auf die Frage, wie lange wird die Montagsharmonie geben,
Und unsere Antwort war immer drauf, bis sich etwas ändert. Und das ist aufrecht. Und ich möchte mich wirklich noch einmal bei allen von euch bedanken, egal ob ihr nur Zuhörer wart, egal ob ihr die Technik geliefert habt oder fürs Essen gesorgt habt, ganz egal, welcher Beitrag es ist oder welcher Beitrag es war jeder Einzelne wirklich ganz wichtig, weil wir haben etwas bewegt, gemeinsam, dieses Gemeinsamkeitsgefühl, das ist, glaube ich, so wichtig, dieser Schulterschluss für den Frieden. Ich danke euch, ich habe euch alle lieb. Super. Zuallererst danke an den Michi. Also ich nehme die Einladung gerne an, von dem her bin ich nächste Woche nicht hier. Aber das Gerücht, was da umgeht, dass wir da nicht weitermachen, ist ein Blödsinn. Dann verschieben wir es halt auf 2 Wochen. In 2 Wochen sind wir wieder irgendwo, es ist nur eine Anmeldung gescheitert. Und alle, die nicht auf Facebook sind, die nicht mit uns vernetzt sind, bitte beim Robert melden. Da könntest du die E-Mail-Adresse aufschreiben. Dann kriegt ihr Bescheid, wo wir dann sind. Wir sind wieder in 2 Wochen um 18 Uhr am Montag irgendwo. Wir wissen noch nicht wo. Und wer wissen will, wo wir dann sind, einfach beim Robert melden. Kostet nichts, schaut nichts, hilft nichts. Was hilft? Ja, ich glaube, wir sind uns einig, es darf keinen Unterbruch geben, weil wir wollen ja den Frieden jetzt nicht für 2 Monate auf Eis legen, im Gegenteil. Und die Michi hat auch einen ganz schönen Satz verpackt. Die Begegnung, das ist das Wichtigste. Und wenn wir den Frieden leben, alle miteinander, dann strahlt das eben aus. Von der Region in die Welt hinaus. Es kann nicht umgekehrt gehen. Und es schadet uns vielleicht allen nicht, wenn wir mal aufhören, mit dem Finger zu zeigen, sondern wirklich uns begegnen, uns vielleicht auch kennenlernen. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Und Michi, danke noch einmal auch von meiner Seite. Danke, danke, danke. Danke nochmal. Hallo. Gut. Danke nochmal für Foodsharing. Sie waren heute da. Top. Einfach gewaltig. Danke nochmal. Das war echt so super. Gerne. Danach kann jeder noch, wer will, zum Augustin kommen. Da sitzen wir noch gemeinsam zusammen und machen wir noch einen schönen Abend. Danke an Michi für nächste Woche. Freue mich schon voll. Das braucht es echt. Das ist genau das Richtige. Super. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ihr wart einfach jetzt schon, ich sprich's einfach schon aus. Umso mehr hätt's erst recht, dass es noch mehr wird, dass es noch besser wird, noch kraftvoller, noch herrlicher. Genau. Passt. Danke. Danke.